Das Samsung Galaxy A55 ist frisch auf den Markt gekommen und bringt im Vergleich zum Galaxy A54 einige spannende Verbesserungen mit sich. Denn es hat jetzt einen Metallrahmen, optimierte Software und einen leistungsstärkeren Prozessor, wodurch es ein noch besseres Nutzererlebnis verspricht. Ich gebe euch einen Einblick, was das neue Mittelklasse-Smartphone von Samsung zu bieten hat und wie es sich im Alltag schlägt. Lasst uns direkt zum ersten Aspekt übergehen, dem äußeren Erscheinungsbild, insbesondere den neuen Metallrahmen. Beim A54 fühlte sich der Kunststoffrahmen nämlich etwas minderwertig an. Dank des gebürsteten Aluminiumrahmens beim A55 fühlt es sich nun besser an, wenn auch noch nicht ganz so hochwertig, wie man es sich wünschen würde. Denn die Rückseite aus Glas im glänzenden Look fühlt sich weiterhin nicht so besonders angenehm an und zieht zudem Fingerabdrücke magisch an. Da die meisten von uns aber ihr Handy mit einer Hülle verwenden, finde ich das nicht allzu schlimm. Es ist schön zu sehen, dass es mit 8,2 mm nicht besonders dick ist und mit 213 Gramm auch nicht zu schwer. Außerdem ist es dank IP67-Zertifizierung wieder gegen Staub und Wasser geschützt. Die Stereo-Lautsprecher liefern mit Dolby Atmos einen guten Klang für Videos und Musik. Lediglich die Tiefen könnten etwas präsenter sein und allgemein wirkt der Ton relativ flach. Was leider im Vergleich zum A54 nicht verbessert wurde, sind die massiven asymmetrischen Displayränder. Wo ich aber sagen muss, das ist nicht besonders schön, aber im Alltag glücklicherweise nicht allzu störend. Und damit kommen wir zum Display. Mit einer Größe von 6,6 Zoll ist es ideal zum Texten oder Videos ansehen. Allerdings kann die Handhabung im Alltag etwas knifflig sein, da es doch schon ziemlich groß ist. Zumindest habe ich das so empfunden. Dank seiner Helligkeit von 1000 Nits, Full HD Plus mit 1080x2340 Pixeln und der Super AMOLED-Technologie ist es wirklich hell, scharf und bietet lebendige Farben. Einzig der Schwarzwert und Kontrast könnte etwas besser sein, das fällt aber im Alltag nicht so sehr auf, nur wenn man es direkt neben ein S24 hält. Im Vergleich zu einem iPhone 14 sind die Farben bei HDR-Inhalten etwas intensiver und das Display insgesamt etwas heller. Was ich sehr gut finde, die Farben sind sehr kräftig, behalten aber dennoch eine gewisse Natürlichkeit. Bei direktem Sonnenlicht soll der Vision Booster helfen, um das Display noch heller zu machen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich konnte das Display auf jeden Fall fast immer wunderbar ablesen. Was mich immer wieder begeistert, aber auch frustriert, sind die 120 Hertz. Sie fühlen sich auf dem A55 so unglaublich flüssig an und verbessern das Nutzererlebnis enorm. Bei Apple gibt's das nicht beim normalen iPhone 15, sondern nur mit der Pro-Variante. Diese kostet allerdings satte 700 Euro mehr als das A55. Nun, da wir gerade über flüssig gesprochen haben, können wir auch gleich zur Leistung übergehen. Dank 8 GB RAM laufen auch mehrere Apps gleichzeitig im Picture-in-Picture-Modus problemlos und das System fühlt sich insgesamt sehr flüssig an. Auch Apps, die ich eine Zeit lang nicht verwendet habe, öffnen sich recht schnell. Außerdem habe ich keine Mikroruckler oder lange Wartezeiten feststellen können. Das Entsperren über den Fingerabdrucksensor und die Gesichtserkennung funktionieren übrigens reibungslos und super schnell. Beim Speicher stehen wahlweise 128 GB oder 256 GB zur Verfügung, dieser kann jedoch per MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden. Samsung setzt auf den eigenen Exynos 1480 Prozessor anstelle des Exynos 1380 Prozessors des A54. Das bedeutet, er hat weiterhin 8 Kerne, die jetzt jedoch mit 2,75 GHz etwas schneller takten als die des A54 mit 2,4 GHz. Außerdem handelt es sich jetzt um die 4-Nanometer Technologie anstatt der 5-Nanometer Technologie beim A54. In der Praxis bedeutet das einfach, dass er mehr Leistung auf kleinerem Raum bietet, was die Effizienz erhöht und die Hitzeentwicklung verringert. Besonders fällt die Effizienz bei der Akkulaufzeit auf, denn die ist wirklich beeindruckend. Bei normalem Gebrauch mit etwa 2-3 Stunden Bildschirmzeit am Tag lande ich abends bei etwa 50-60% Akkustand. Für ein Mittelklasse-Smartphone ist das wirklich bemerkenswert, besonders wenn man bedenkt, dass ich das Always-On-Display immer aktiv habe. Der Akku hat dabei eine Kapazität von 5000 mAh und kann mit bis zu 25 Watt über den USB-C-Anschluss geladen werden. Leider unterstützt das A55 aber auch wieder kein kabelloses Laden, was mich jedoch nicht allzu sehr gestört hat, da ich es sowieso nicht nutze.
Auch die Software, die auf dem A55 läuft, ist sehr gut und einfach auf das Telefon abgestimmt. Samsung setzt hier auf das One UI 6.1 mit Android 14 und ich werde meine Erfahrungen aus der Perspektive eines Apple-Nutzers teilen. Eigentlich muss ich dazu nur zwei Dinge sagen. Einfach und anpassbar. Jeder, der Apple-Geräte nutzt, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Es ist einfach großartig, den Homescreen oder sogar den App-Drawer genau nach meinen Wünschen anzupassen und die Einstellungen genau dort zu finden, wo ich sie eben auch vermute. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, waren die vielen vorinstallierten Samsung-Apps, die ich eigentlich nicht brauchte, aber irgendwie dann doch brauchte. Denn Samsungs One UI arbeitet eben mit diesen Samsung-Apps. Zum Beispiel Samsung Wallet kann einfach über ein Wischen nach oben aufgerufen werden. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, dort meine Visa- oder Sparkassenkarte hinzuzufügen und andere Apps wie Google Wallet kann ich eben nicht über diesen Wisch nach oben aufrufen. Ansonsten ein großes Lob an Samsung, insbesondere für die Zusage von 5 Jahren Sicherheitsupdates und die Einführung des Knox Vault auch für die Mittelklasse. Zu guter Letzt kommen wir wohl zum wichtigsten Aspekt, der Kamera. Beginnen wir mit der Hauptkamera, die stolze 50 Megapixel bietet und sich somit perfekt für die meisten Fotos eignet. Die Farben gefallen mir gut, obwohl sie manchmal etwas zu gesättigt wirken können. Besonders positiv ist die Natürlichkeit der Schärfe, die nicht übermäßig digital wirkt. Insgesamt ist die Qualität sehr gut, obwohl die Software bei schwierigen Lichtverhältnissen manchmal überansprucht wird, was zu etwas geringer Schärfe und Qualität führen kann. Dennoch ist das Ergebnis besser als erwartet. Als nächstes die 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera. Hier lässt die Qualität leider etwas nach. Leichtes Rauschen und digitale Schärfe sind erkennbar. Aber mir gefallen die Farben besser als bei der 50 Megapixel Hauptkamera. Anstelle einer Telekamera verbaut Samsung eine 5 Megapixel Makrokamera. Und ehrlich gesagt kann ich diese Entscheidung absolut nicht verstehen. Es ist sicherlich schön, eine Makrokamera zu haben, aber sie hat eher einen spielerischen Charakter, während eine Telekamera deutlich nützlicher gewesen wäre. Zudem ist die Qualität dann auch noch nicht wirklich zufriedenstellend. Lasst uns lieber über die 32 Megapixel Selfie-Kamera sprechen. Diese ist durchaus beeindruckend. Sie überzeugt mit natürlichen Farben und einer guten Schärfe. Wenn man nun Videos aufnehmen möchte, bietet die Hauptkamera bis zu 4K 30 FPS, was etwas bescheiden ist für die heutige Zeit. Da gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Samsung Galaxy A55 trotz der kleinen Mängel, die ich hier und da feststellen konnte, für ca. 480 Euro ein solides Mittelklasse-Smartphone ist. Persönlich bin ich jedoch etwas abgeneigt. Warum? Tatsächlich liegt es nicht an der Kamera, denn wenn ich qualitativ hochwertige Fotos machen möchte, greife ich nicht zum Handy, sondern zu einer vernünftigen Kamera. Für alle anderen Alltagsfotos reicht das A55 alle Male aus. Mich persönlich stört hier vielmehr die Größe und das ist leider nicht nur bei dem Galaxy A55 der Fall. Früher wurde so ein Telefon mit 6,6 Zoll als sogenanntes Phablet bezeichnet, also eine Mischung aus Tablet und Handy. Und in meinen Augen ist das Galaxy A55 und auch viele andere Smartphones da draußen genau das. Ich bevorzuge etwas Kompaktes, Kleines, wie zum Beispiel das S24 oder am besten noch kleiner. Und da finde ich es etwas schade, dass in der Mittelklasse so etwas kaum zu finden ist. Ein A55 Mini oder A55 und A55 Plus, so wie auch beim Galaxy S24 und S24 Plus, hätte mir hier sehr gut gefallen. Das ist aber mein persönliches Empfinden. Für diejenigen, die die Größe mögen, ist das A55 ein wirklich gutes Handy, das mit solider Leistung, einer gelungenen Kamera und einem vernünftigen Akku punkten kann. Die sehr, sehr gute Software von Samsung und die 5 Jahre Sicherheitsupdates runden das gesamte Gerät für mich ab. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein!